Es gibt neutrale Farben, Pastellfarben und Metallfarben, aber wie passen die zusammen und woher weiß ich, was zu meinem Typ passt? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Wir haben in Ulm jemanden gefragt, der das wissen muss, Farbberaterin Nina Pelkonen. Steht mir diese Farbe und welcher Ton betont meine Augen perfekt? Das sind Fragen, die sich viele im Alltag stellen und dann meistens doch zu unauffälligen Farben greifen, so wie Katja Walker. Also ich bin maßgeblich in Blau und Schwarz oder auch gerne weißes T-Shirt oder weiße Bluse gegangen. Und ja, das war doch ein bisschen wenig eigentlich. Deshalb hat sie sich von Nina Pelkonen beraten lassen. Bei ihr gibt es keine Einteilung in Frühling, Sommer, Herbst und Wintertypen. Für mich gibt es so viele Typen, wie es Menschen gibt auf der Welt. Also diese Einschränkung finde ich sehr schade. Für mich gibt es nicht. Zu Beginn der Farbberatung mischt Nina Pelkonen die Töne von Haut, Lippen und Augen auf einem Papier. Die Farben, die sie dafür benutzt, sind die Basisfarben. Diese passen perfekt zu Katja Walker. Dann werden die Farben in Stoffen ausgesucht, wobei die Stoffoberfläche auch eine ganz große Rolle spielt. Die Reflexion von Licht und Farbe ist ganz wichtig. Kann jemand mehr glatte Stoffe tragen oder braucht ein bisschen Struktur? Wenn die Haut sehr strukturiert ist, dann braucht man auch in den Stoffen mehr Struktur, sodass es ein harmonisches Bild gibt. Bis zu 100 Töne stimmt Nina Pelkonen auf die Grundfarben ab. Neben der persönlichen Farbpalette sind auch die Farben, die jeweils Männern und Frauen stehen, anders. Männer sollten vor allem erdige und metallene Töne tragen. Die Paletten von Frauen entstehen aus Blumen, aus allem, was nach oben wächst, Beeren und so weiter. Die vielen bunten Farben, die ihr stehen sollen, haben Katja Walker überrascht. Also es waren viele Farben dabei, die ich mir bestimmt so im Laden nicht angeschaut hätte. Also egal, ob das jetzt Rottöne sind oder auch das Grün, das ich gerne mag, zum Beispiel ist jetzt in der Palette gar nicht vertreten, wo ich da auch Kleidung zu Hause habe, ob Jacke oder Pullover oder dergleichen. Deshalb wird Katja Walkers persönliche Farbpalette in Zukunft ihr treuer Begleiter beim Shoppen sein.